Patch 1.5.3 ist jetzt draußen für Assassin's Creed Valhalla. Ihr kriegt ein neues Waffenset und mehr. All das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Ihr wisst es mittlerweile, glaube ich. Hier dreht sich alles rund um Assassin's Creed, aber natürlich auch um den Döner-Kebab. Also gerne mit einem leckeren Döner mit dabei bleiben, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Valhallas neues Update ist da und ja, das Ganze schimpft sich Patch 1.5.3 und wir bekommen außerdem ein neues eine Waffe und zusätzlich noch ein Schild gratis. Wir machen das Ganze hier vor 16 Uhr, die Aufnahme, und ich vermute, erst nach 16 Uhr sind Waffe und Schild im Helix Store, im Animus Store verfügbar. Bis dahin habt ihr nochmal hier die Chance auf Wafer und Sonnenaufgang. Ja, hier bei Reda, also vielleicht nochmal vorbeischauen. Das wären zwei Skins, die euch vielleicht interessieren. Der Geisterwolf einmal und der golden, ja, goldweiße Adler. Sehr, sehr schöne Mounts, beziehungsweise sehr, sehr schöner Rabenskin, wollte ich euch noch schnell darauf hinweisen. Kann man sich noch absahnen. Worum geht es denn genau in dem Update? Nun, neben dem neuen Set haben wir noch so einiges Neues mit dabei. Und zwar fangen wir oben an. Das Ganze ist auf der Xbox 8 GB groß, auf der PlayStation 1 bis 1,4. Absolut game changing. Und am PC 7 GB sollte also flott gehen, es sei denn, ihr wohnt auf dem Land, dann mein Beileid. Wir haben Bugfixes und Improvements, unter anderem für die Expansion Dawn of Ragnarok. Ja, ich glaube, alles dreht sich eigentlich darum. Einige Blood-Bugs und so weiter, Questmarker, die entfernt wurden und Progress, der ging dann teilweise nicht mehr weiter. In der Welt, da gab es noch Open-World-Bugs. In der Valkyria Arena gab es jede Menge Bugs. Im User-Interface, bei der Grafik und auch im Armory. Das habe ich schon bemerkt. Ich dachte, es wäre tatsächlich ein Feature. Ich dachte, das wäre so gewollt. Für ein Video habe ich das gemacht. Ja, scheinbar ist es nicht gewollt. Ihr solltet aber jetzt noch zackig euch einloggen, denn es gibt auch gratis Items. Und zwar das Bifrost, aka Bifrost Bundle, bestehend aus einem schimmernden Schild und einer, ja, übermenschlichen schimmernden Axt. Die beiden sind aus demselben Material wie die Regenbogenbrücke von Asgard. Das Ganze bekommt ihr nur zwischen dem 28. Juni und dem 26. Juli. Das heißt, ihr habt einen Monat lang Zeit. Jetzt die große Frage, wie sehen die Items aus? Die sehen so aus, ich habe es auf Twitter schon geteilt. Das heißt, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, hier gerne mal bei mir sonst reinschauen. Auf fragnard, @frag_nard heiße ich da. Ich retweete sowas gerne, dann bekommt ihr es schon vorab mit, wenn ihr einfach nur kurz das ohne Kommentar von mir schon mal sehen wollt. So sieht das Ganze aus. Problem ist, es gibt es noch nicht im Spiel. Ja, wahrscheinlich erst ab 16 Uhr. Wir werden heute Abend uns das im Stream zusammen ansehen und die Waffen auch zusammen untersuchen. Das heißt, ich lade euch herzlich ein um 20 Uhr in den Livestream. Und danach werden wir noch eine Runde Outriders Worldslayer spielen. Da habe ich Early Access dank Square Enix. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Könnte sich lohnen, für euch reinzuschneiden. Dann schauen wir auf jeden Fall hier nochmal die neuen Items an. Und gab ja lange keinen Streamer. Mein Magen ist wieder halbwegs fit und dementsprechend können wir mal wieder weitermachen, meiner Meinung nach. Ja, finde ich schade, dass es die Items noch nicht im Spiel gibt. Ich habe überall wirklich geguckt. Wo werden sie zu finden sein? Hier im Shop. Also ihr geht zum Beispiel Inventar und dann hier oben am PCT Shop und dann wird es vermutlich hier aufploppen oder bei den Paketen sein. Es ist nämlich ein Waffenpaket per Definition. Also bei den Waffenpaketen gucken oder im Zweifelsfall hier mal bei Waffen dann gucken. Ich denke, es wird aber auch besonders hervorgehoben. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ansonsten übers Hauptmenü an den Konsolen kommt man noch ganz gut da dran. Jetzt gibt es das leider noch nicht. So gerne ich es euch zeigen würde, kann ich leider nicht. Ja, Pech gehabt. In den kommenden Wochen werde ich euch auf jeden Fall noch ein paar Rüstungssets aus dem Shop zeigen, weil ich wieder mal im Urlaub bin. Was heißt wieder mal? Bin jetzt nochmal 2 Wochen weg. Und dann bin ich aber auch wieder da. Positive Nachricht gab es für mich heute. Gamescom. Ich bin akkreditiert worden. Das heißt, ich bin als Content Creator auf der Gamescom. Die differenzieren jetzt zwischen Presse und Content Creatern. Das heißt, ich werde auch dort sein und würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr auf der Gamescom seid.
Vielleicht trifft man sich ja mal. Sicherlich, Ubisoft hat ja jetzt auch bestätigt, dass Ubisoft auf der Gamescom ist. Sicherlich werden wir uns da sehen, an dem einen oder anderen Ubisoft-Stand oder so, werde ich mal reinschneien. Und wenn ihr mich seht, dann sprecht mich auch gerne an. Können wir ein Foto machen, können wir kurz hihihuhu machen. Solange ich nicht auf dem Weg zum Termin bin, dann sehe ich wahrscheinlich rasend aus. Na, das kann ich auf jeden Fall gut. Termine verpassen und zu spät sein, das ist einer meiner großen Stärken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, es gibt nicht viel Neues in diesem Spiel. Es gibt wirklich, ja, keine neue Belohnung. Habe ich hier zumindest nicht gefunden. Ja, immer noch die alten Bugs, Finnland-Krähe, gratis auch, weiterhin. Auch wenn man es schon hat, wird das so angezeigt. Es gibt keine neue Herausforderung, ist mir zumindest nicht bekannt. Hier, denkt auf jeden Fall mal dran, regelmäßig das hier abzuholen. Ich vergesse das öfters mal und dann komme ich immer wieder und ja, dann sieht es so aus. Übrigens ganz praktisch, dass man das hier wechseln kann, so die Reiter zwischen den Games. Ja, hier Black Flag und so weiter, nicht schlecht gemacht. Ja, das die Rüstungs-Items, ja, die Waffen, sorry, die werden heute Abend dann im Stream zusammen begutachtet. Um 20 Uhr würde mich sehr, sehr freuen, euch da zu sehen und ja, dann noch eine entspannte Runde Outriders. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Macht mir mega Bock, das aktuelle Add-on, beziehungsweise das neue Add-on, was jetzt in 2 Tagen rauskommt. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ja, ich bin jetzt wieder gesund. Ich bin jetzt wieder am Start für euch und ja, schaut gerne nochmal mein Ägypten-Video, falls noch nicht getan. Da berichte ich über meine Ägypten-Reise, wie ich durch ein gesperrtes, bin ich durch kein gesperrtes Gebiet gefahren. Mit dem Quadbike und wie es ansonsten so war. Ich war unter anderem in einem Sandsturm, der nur alle 10 bis 15 Jahre mal vorkommt in Ägypten. Das war schon ein Erlebnis. Also im Sommer vorkommt. Im Winter haben die das ständig, aber im Sommer nur alle 10 bis 15 Jahren, laut Aussage der Einheimischen. Laut Aussage von mir gilt übrigens mein Rabattcode bei Eneba nur noch 2 Tage. Also bis zum 30.06. habt ihr überhaupt nur noch die Chance, 3% off mit dem Code Fragen hat. Danach gibt es keine Rabattcodes mehr. Gar keine mehr. Ist meine Information. Ja. Ist meine Information. Es wird kein Content Creator Rabattcode mehr geben für Eneba. Das heißt, ihr habt nur noch ganz kurz Zeit. Wenn ihr euch denkt, nochmal 3% sparen, dann jetzt, ja, ist quasi höchste Eisenbahn. Wenn man eine PlayStation hat, kann man sich gut mit PSN-Guthaben eindecken. Da hat man die nächsten 4-5 Jahre noch was von. Also ich denke, so lange wird es die PS5 noch geben. Bis mal jeder eine hat, da dauert es eh noch ein paar tausend Jahre. Und es gibt noch diverse andere Games. Also wenn ihr jetzt nochmal sparen wollt, dann eneba.com mit dem Code FRAGNAHT könnt ihr dann auf jeden Fall ordentlich sparen. Ah, das beste Angebot sind immer noch 100 Euro PSN-Guthaben. Für ungefähr, umgerechnet werden es gleich 88 Euro sein. Ja, PayPal benutzt ihr hier dann und den Rabattcode FRAGNAHT. Ja, einfach mal anwenden, egal wie geschrieben, groß, klein, spielt keine Rolle. 2 Tage lang noch, so kriegt ihr hier 100 Euro Guthaben für die PlayStation für 88,50 Euro. Danach wird quasi der Code weg sein, das heißt, ihr zahlt dann 2,60 Euro mehr auf 100 Euro Guthaben. Es ist nicht die Welt, aber es macht sich schon bemerkbar. Ja, in dem Fall jetzt kriegst du halt 12 Euro quasi geschenkt an Guthaben, danach eben nur noch 9,90 Euro oder so. Alternativen gibt es ja auch auf jeden Fall jede Menge, also schaut gerne nochmal vorbei, wenn ihr euch denkt, oh, ich wollte immer nochmal Origins kaufen, ich wollte immer nochmal was weiß ich was kaufen, irgendein PSN-Game, Xbox, Steam, Nintendo Switch gibt es ja auch, Mario Kart, dies, das, Ananas, dann könnt ihr hier auf jeden Fall zuschlagen, hier die 10 Euro Deals sind auch super, weil hier gibt es Origins, Far Cry, ja, für 10,05 Euro, ah, okay, I see what you did there mit 10 Euro, naja, aber im Endeffekt sind es sehr, sehr günstige Spiele. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Origins für 5 Euro sehr zu empfehlen. Also das kann man ruhig mal mitnehmen. Shadow of War, auch klasse. Ja, auch klasse. Gerne gespielt, muss ich sagen. Schaut da gerne mal vorbei und spart nochmal die letzten 2 Tage. Danach würde ich mich freuen, wenn ihr über meine Links einfach geht, damit das Tracking für Eneba funktioniert, dass ihr quasi über mich Eneba kennengelernt habt. Das würde mich sehr, sehr freuen und dann bleibt die Kooperation auch hoffentlich weiterhin bestehen. Ich bin gespannt, was der Patch heute Abend so an Inhalten zu bieten hat. Bislang nur Bugfixes. In Masse. Ja, musste mal sein. Lasst euch einen Döner schmecken, falls ihr euch einen Döner gönnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen kühlen Tag. Bleibt stabil. Bis dann, euer Priel. Und natürlich gerne mal die Glocke aktivieren. Euer Priel. Alles klar, verstehe. Hey Leute, mein Name ist FRAGNAHT und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist FRAGNAHT. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren.
Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.